Hey und herzlich willkommen zu einem neuen ABZ-Format hier auf dem Kanal und ich hoffe, ihr seid mindestens genauso gespannt wie ich, was heute für ein Buchstabe kommt. Also, wir schauen gleich auf unsere kleine, süße, grüne Drehscheibe. So. Mal gucken. B. Ja, heute ist es der Buchstabe B geworden. Gut, dann schauen wir gleich mal auf unsere schlaue Seite, deutschwortschatz.de. Ich weiß, mittlerweile wisst ihr das, aber ich schreibe es euch trotzdem mal hin. Sicher ist sicher, ne? Also, so, gucken wir mal. Ah ja, hat schon einige Wörter, okay. Gut, dann. Okay. Blitzlichtgewitter. Das ist mir heute ins Auge gestochen, gesprungen, wie auch immer, sogar fast im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn man sich jetzt überlegt, wenn man in einem Blitzlichtgewitter steht, dann sieht man eigentlich nichts mehr außer Licht. So. Und so ungefähr ging es mir gar mit dem Begriff, außer dass ich jetzt halt nicht nichts gesehen habe, sondern den Begriff Blitzlichtgewitter. Und genau, für die, die es vielleicht noch nicht so ganz wissen, also gab speziell prominente Leute, auf roten Teppich zum Beispiel, die sind ja umgeben von Fotografen, Paparazzis in der Hinsicht dann auch, ne? Und die dann wirklich auch von allen Ecken und möglichen Seiten geblitzlicht werden und fotografiert werden und richtig krass. Also ich glaube, die werden dann von Blitzlichtern ummanteln sozusagen, wenn die dann rumlaufen und mit ihren schönen Kleidern und je nachdem, wie sie sich halt kleiden, also richtig schick immer. Ja, also dementsprechend das ganz kurz zum Abriss Blitzlichtgewitter im Thema Stars und Sternchen. Und zu meiner kleinen, naja, vielleicht nicht Blitzlichtgewitter-Geschichte, aber in die Richtung Geschichte. Und zwar, wer es noch nicht weiß, seit ungefähr jetzt auch schon fast 3 Jahren bin ich als Hobbymodel unterwegs und ja, wer es noch nicht gesehen hat, kann gerne auf meiner Social-Media-Seiten gucken, Instagram und Facebook, ich habe es mal unten verlinkt. Da sind ganz viele Fotos schon, die bisher entstanden sind, von noch ganz früher, wo ich ganz kurze Haare hatte, dann wie sie rausgewachsen sind, jetzt wie sie mittlerweile so aussehen, also so eine ganze Umwandlung, werdet ihr da sehen können. Da an der Stelle, ich habe da wirklich auch mal das Glück gehabt, tatsächlich so auf ein paar Aufträge und da auch schon mal auch mal Danke an die, die es mir ermöglicht haben und die wissen auf jeden Fall Bescheid, wen ich jetzt meine. Also wirklich Danke an euch, dass ich da auch schon mal die Chance hatte, so ein bisschen in das professionelle Modelleben reinzuschnuppern und ja, hat sehr viel Spaß gemacht und da habe ich aber wirklich eine witzige Geschichte für euch zum Thema Blitzlichtgewitter, so sage ich jetzt mal indirekt fast, weil zu Beginn, als ich noch nicht wirklich wusste, wie der Hase läuft, wie man so schön sagt, habe ich tatsächlich einfach ja ganz oft so Workshops mitgemacht, beziehungsweise, sage ich jetzt mal, Fotowalks, wie sie auch immer geheißen haben. Also so Grüppchen, die sich getroffen haben aus Fotografen und aus Models, also wirklich bunt gemischt vom Geschlecht, Alter, alles, wirklich mit allen möglichen Leuten, die entweder frisch dabei waren, wie ich zu Beginn, oder halt wirklich auch Fotografen, die frisch dabei waren oder auch die schon länger dabei sind und ja, das war auch mal ziemlich cool, neue Leute kennenzulernen und mit denen eben shooten zu dürfen, fotografieren zu können. Und da ist halt ganz, ganz oft einfach der Begriff gefallen, gerade wenn halt neue Fotografen dabei waren, so in die Richtung, jetzt habe ich hier nur ein Haar, Moment, das hängt noch, okay. So in die Richtung Rudel, also kein Rudel-Shooting bitte. Und ich weiß nicht, ihr euch irgendwas zu dem Begriff vorstellt und vielleicht bevor ich es erkläre kurz, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr den Begriff irgendwie zuordnen könnt, aber ich für meinen Teil fand den halt so witzig, weil ich habe zu Beginn mir alles Mögliche vorgestellt, aber nicht das, was es im Endeffekt war. Und zwar ist es tatsächlich Rudel-Shooting bezeichnet in dieser Branche, in diesem, sage ich mal, in dieser Szene, viele Fotografen hauptsächlich, die sich auf ein Model stürzen. Also wirklich, wie man sich so ein Rudel vorstellt, was dann wirklich auf einen, ich sag jetzt mal, Opfer draufgehen. Wobei wir jetzt nicht keine Opfer sind, die vor der Kamera, ne? Wir machen das ja aus freien Stücken. Aber ja, es ist halt einfach so der Begriff gewesen. Und da wurde immer zu Beginn eben gesagt, bitte kein Rudel-Shooting. Also wenn, dann tut euch zu Pärchen zusammen oder vielleicht zu dritt oder maximal zu viert, um wirklich auch coole Ergebnisse zu bekommen, sich auch gut kennenlernen zu können. Vor allem, wenn man ganz neu auch war und noch nicht ganz wusste, auch wie es geht und wie das jetzt auch ist, mit dem Fotografen da irgendwie was zu machen vor der Kamera.
Genau, und da das ist so meine kleine Nähkästchen-Story heute. Ich habe ein bisschen so Insider-Infos jetzt gerade gespreadet. Und ja, wollte es einfach mal so für euch mal als Info dalassen, dass ich mal tatsächlich auch mal solche Erfahrungen gemacht habe, dass man das vielleicht so als Mini-Blitzlichtgewitter, sage ich mal, deuten könnte, weil ich habe auch schon eben mal gesehen, dementsprechend ist der Begriff auch öfter gefallen, dass halt viele Fotografen, ob mit oder ohne Blitz, halt wirklich auf eine Person geschootet haben. Deswegen kam da immer die Anweisung, kein Rudelshooting. Ja, witzig. Ich fand die Story ganz cool. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen das Schmunzeln ins Gesicht gezaubert und jetzt suche ich noch mal kurz an einem Figürchen. So, ich habe jetzt tatsächlich 3 Sachen gefunden, aber dieselben. Und zwar haben wir hier einmal einen 10-Euro-Schein, einen 50-Euro-Schein und einen 200-Euro-Schein. Und ich habe es wieder eher thematisch bezogen. Ich wollte es mal so ein bisschen transfermäßiger machen und eben, sage ich mal, passend zum Thema. Und ich habe mir irgendwie die ganze Zeit gedacht, wie das halt so ist, auf dem Red Carpet zu sein, beziehungsweise ich habe mir einfach vorgestellt, und so ist es halt nun mal einfach auch hauptsächlich, dass die Leute, die auf Red Carpet unterwegs sind, einfach nur mal vielleicht ein bisschen mehr Money haben. Ne? Und dementsprechend habe ich mir gedacht, so ein Blitzlichtgewitter Mensch, wie es hauptsächlich Prominenten ja sind, auch auf dem roten Teppich zum Beispiel, haben bestimmt viel Geld, auch bestimmt in der Form. Und ja, deswegen hat es mich gerade irgendwie ganz witzigerweise gepasst. So, und mit der Geschichte lasse ich euch mal so alleine. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen ja, Spaß daran gehabt und konnte, wie gesagt, auch mal an der einen oder anderen Stelle lachen. Und falls ihr euch das Video gefallen hat, lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da und ein Abo, würde mich sehr freuen. Und ansonsten, genau, sehen wir uns im nächsten Video, hoffentlich. Und bis dahin, alles Gute euch. Bis dann, eure Kinga. Tschüss.